So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Mit dem Undertaker Pullover. Im Endeffekt machen wir dasselbe, was wir die letzten Tage auch gemacht haben. Und heute ist, glaube ich, der 15. Das heißt, ich muss die Türchen Nummer 16 aufmachen. Die Türchen, stellt euch das mal vor. Dafür holen wir hier wieder den Adi Adventskalender raus. Guckt euch den an, da ist auch der Adi. Wir haben so vieles schon geöffnet. Die ganze Zeit ist dieses Türchen hier kaputt und eingefallen und hängt nur noch schlapprig durch die Gegend. Aber jetzt können wir es endlich, wir können die 2 hier abmachen, die die ganze Zeit gestört hat. Und wir können die 16 hier abmachen, die ganze Zeit gestört hat, weil wir heute Tütchen Nummer 16 haben. Jetzt ist der Adi irgendwie gar nicht mehr da, also kann ich den auch nicht füttern. Hallo Adi Schatz, hier ist dein Teetütchen. Warte, ich gebe dir das doch so. Bin doch kein Unmensch. Doch, das bist du. Ja, aber das muss man ja nicht vor der Kamera sagen. Ja, aber sonst hören das die Leute nicht. Bitteschön, einmal für dich. Dein... Na? Na? Was ist denn? Was ist denn? Oh mein Gott, er frisst mich. Das erste Mal in seiner Karriere, dass er nicht frisst. Adi, was ist denn? Guck mal, das sind kleine Snacks. Adi, guck. Ich glaube, Adi mag nicht. Wir tun das trotzdem jetzt mal hier ins Waschbecken rein. Ich mir das ganze Waschbecken verstopft am besten. Oh, Bauchi! Kümmern uns jetzt! So kommt's, wenn man noch kein Frühstück gemacht hat, Jungs, ne? Denkt dran, früh ist immer erstmal Eierbraten und dann geht's weiter. Wir haben hier die Nummer 16. Die befindet sich diesmal hier unten. Wir machen das auf. Wir sehen einen weißen Deckel. Wir sehen schon wieder Hopfen und anderen Spaß. Aber sehen wir auch was jugendlich Erfrischendes. Ich hoffe auf ein Bier von Landgang. Das suche ich nämlich immer noch. Und es ist natürlich kein Landgang. Ich glaube, Landgang ist diesmal wahrscheinlich gar nicht dabei. Wir haben hier aber einen weißen Deckel. Das sieht schon mal aus wie ein Bier. Das ist okay. Dann haben wir hinten drauf ein dunkles Etikett, was wieder aussieht wie ein Karamalz, Aldersbacher Ursprung, Goldgelb, dezente Malznoten, ach, ich bin so genial, oder? Feine Malznuancen, Rezent, Tradition, Perle, 18 Bittereinheiten, 12,5% Stammwürze, Vollbier, genau. Und irgendwo auch abgefüllt mit 5,6%. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das bis jetzt sogar das Stärkste, was wir haben. Obwohl 5,6 jetzt nicht so stark ist, müsste das Stärkste sein. Und wir haben dieses Etikett mit einer schrecklich netten Familie und einem Adi, der sich hier hinten wieder durchmogelt. Aldersbacher Ursprung Export Hell. Untergärige Bayer Bierspezialität. Also das ist wirklich, ich kann nicht mal beschreiben, was das für eine Farbe sein soll. Das ist kein Gelb. Limette, Pistazie, irgendwas Ausgewaschenes. Es ist auf jeden Fall ein glattes Etikett, nicht so ein altes Papieretikett, aber das Bild da drauf ist natürlich alt. Ist an sich schön in Szene gesetzt. Ihr habt ja das, was ihr auf dem Deckel habt. Diese Hopfen nochmal links und rechts daneben, das umschließt das Aldersbacher. Hier oben habt ihr noch geschnörkelt rum, hier unten habt ihr diese Banderole, Export Hell. Und dazwischen habt ihr einfach die Familie, die irgendwie nur aus bärtigen Männern besteht, ne? Ja, da sind auch noch ein paar Damen dabei und ein paar Burms, alles dabei. Sieht jetzt aus wie ein altes Foto. Oder so ein Stück Museum, was man sich zu Hause an die Wand hängt, aber für mich jetzt nicht unbedingt ein Bier, was mich anspricht, wo ich sage, das hole ich mir jetzt. Ne? Da denke ich, schmeckt so, wie es aussieht, so alt und
Es ist natürlich trotzdem irgendwie, es ist schon nett, ja, sagen wir mal, es ist schon nett. Ich würde hierfür eine 3 geben. Ich gebe hier das gute Mittelmaß. Ich gebe die 3. Es sieht nicht simpel und doof aus. Es sieht nicht stumpf und billig aus. Es ist für mich aber nicht so ansprechend, so extrem, wie ich das sonst gerne hätte. Tun wir den auch mal da rein diesmal. Ich warte immer noch auf ein Bier von Landgang. Ich sag's euch, Landgang ist immer noch das allerbeste Bier vom Etikett her, was ich gesehen habe. Ich glaube, wenn ich bei der 24 immer noch nicht überzeugt bin und ein Landgang dabei war, muss ich euch mal das Landgang-Bier zeigen, was für mich direkt beim ersten Hingucker 5 Sterne aufs Etikett bekommen hat, dass ihr das vielleicht nachvollziehen könnt, wieso ich das so feiere, was ich mit jugendlich und spritzig mein und cool und fesch und dope, genau. So, da stand irgendwas mit hell, Export hell, hä? Das hat eine sehr klare Note, guck, man sieht sogar meinen Kopf hier, das ist mein Mund, hallo. Das ist auf jeden Fall sehr klar und anstatt hell ist das eigentlich eher richtig goldig und kräftig, statt einfach nur hell und ausgewaschen. Das ist irgendwie so eine ähnliche Farbe wie gestern, glaube ich. Ich würde hier sogar auch 5 Punkte geben für die Farbe. Das sieht einfach richtig köstlich aus. Der Schaum ist ein kleines Nödle drauf. Wir haben die Perlen, die nach oben strampeln. Ja, 5 Punkte für die Farbe, auch wenn es bei euch natürlich immer nicht so aussieht. Kommen wir zum Geruch. Riecht nach... Riecht nach Schaum in der Nase. Hat eine dezente Biernote. Manche riechen ja wirklich nach gar nichts. Manche riechen einfach nur irgendwie komplett süß. Ich würde sagen, das Süße hier ist ein bisschen süß, aber nicht sehr süß. Es riecht überwiegend irgendwie nach Bier, irgendwie nach Brauerei, irgendwie nach... Keine Ahnung, wie wenn dir jemand eine Bierdusche gibt und du kommst betröppelt nach Hause und dann riechen deine ganzen Klamotten. Also das riecht richtig süffig auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde hier auch für den Geruch 5 Punkte geben. 5 Punkte für den Geruch. Das riecht auf jeden Fall so stark, wie es aussieht. Aber was ist mit dem Geschmack? Ein angenehmer Geschmack, der sich auf die Zunge legt beim Trinken. Nicht zu wässrig, nicht zu bitter beim Absetzen. Keine böse Überraschung, da kommt nicht irgendwas hinterher, was dir das gesamte Gesicht verzieht. Ich glaube, auch das lässt sich richtig gut trinken. Oh mein Gott, ich glaube, wir hatten gestern das beste Bier mit 5 bei Geschmack. Wir haben das, ich glaube, das finde ich sogar noch besser als das von gestern. Das hätte schon 6 bei Geschmack. Was machst du die ganze Zeit dahin? Egal. So, ich probiere noch mal kurz. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Jetzt muss ich mal den beobachten, was der da macht. Also Top-Farbe, Top-Geruch, Top-Geschmack. Schmeckt wirklich vorzüglich. Es ist nicht zu bitter, es ist nicht zu herb. Es verzieht dir nicht das Gesicht. Es lässt sich gut trinken. Es ist einfach ein gutes Bier. Kann ich nichts sagen. Mit 5,6% hat es auch gleich ordentlich was zu bieten, die du auch gar nicht merkst. Manche, die viel weniger haben, denkst du, ah, die sind so extrem bitter. Und hier, das knallt bestimmt voll rein. Du trinkst das weg, du merkst das gar nicht. Aldersbacher Ursprung, Export hell, ne? Also, für die ältere Generation, ne? Die dann sagen, das hat einen schönen Nostalgie-Faktor, das sieht herrlich aus, das stelle ich mir dahin und gönn mir mal was richtig Gutes. Aldersbacher
Ursprung, denn da kommt's her. Bayerisch, Oberbayerisch, Obergäriger, Bayer, Bier, Bibababum. Jetzt den Rest noch, würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Chico, what up, my nigga?